Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind unterwegs zu einem Punkt, dessen Namen wir schon kennen, denn er steht über mir. Die große Flucht. Triff Yennefer bei der Brücke in Ochsenfurt. Beziehungsweise triff Yennefer auf der Brücke. Beziehungsweise hier neben der Brücke. Hallo, Yennefer! Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Gut, begib dich zum Brunnen. Ist Yennefer die Brunnen? Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Das ist so ein komischen Gang mit Laufen, also mit Rennen. Weil es ist nicht normal Rennen und auch nicht Laufen. Oh Mann, Yennefer, wohin willst du denn? Oben, hä? Beziehungsweise hier. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Oho. Eine hier. Gebühr, die sie zahlen müssten. Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen? Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Ist ja normal. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Tolle Wurst. Manier. Typisch, und da sieh mal einer an. Kann ich hier? Habe ich hier? Warte mal kurz. Wir haben ja. Das hier. Und wir haben hier zufälligerweise dann noch Zeichenintensität, Adrenalingewinn. Hä? Wir haben noch Sachen dazu bekommen. Das sind jetzt alles andere Sachen gewesen. Oh Mann, hier. Ja. 60 schauen wir jetzt an. Okay. Boah, was ist das überhaupt für ein Dingens? Stufe 14. Alles klar, wir haben Stufe 14 Waffe immer noch. Aber als kritische Treffer und bla bla bla, das ist alles sehr gut. Das ist mir auch schon scheiße. Das normale. Wählende Axt, magische Gegenstände. Silberschwert. Hä? Nee, Minus. Aber das gibt Plus. Hat aber weniger Rüstungsbonus und kostet auf. Also unser Ding kostet viel mehr, was wir anhaben. Angriffskraft ist das extrem hoch hier bei dem Ding. Dass wir anhaben, dass wir uns zu Gemüte führen. Ja. Haben wir
Ich Doofkopf, ich wollte eigentlich nach Fackeln suchen. Nützliches. Sind hier keine Fackeln drin? Kästchen haben auch genügend. Fackeln haben wir nicht dabei, oder ich bin zu doof. Oder haben wir die, nein, Mann, wieder falsch. Oder haben wir die hier unten irgend... Genau, die haben wir unten angelegt. Ich weiß gerade nicht, wo, aber wie. Oder. Okay, das war falsch. Das war so. So, haben wir Licht. Hui. Oh, untersuchen. Ah, Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfenkram. Was ist denn das hier? Hey! Oh! Ach, sind wir ertrunken? Wir haben Wasser oder was? Oh, alles klar. Wie groß sind die Karte hier? Ah, Mann, wie. Oh, Mann. Stimmt ja, bei dem Ding hat man ja so eine doofe Karte. Und hier kriegen wir aber einen trunkenen Hirn und so ein Zeug. Also das können wir vielleicht doch noch gebrauchen. Wer weiß, wer weiß. Wir müssten da lang, ich weiß, aber wir gehen hier lang. Nein. Komm mal, nee, können wir nicht, na gut. Dann gehen wir hier lang. Dass hier jemand. Oh, Wasser. Dass hier jemand, die Platten da verlegt hat. Das erstaunt mich wirklich. Platten verlegen und. Heutzutage ist wahrscheinlich nicht das Beste und das Sicherste, was man machen kann, aber wir haben ja auch wir haben ja auch hier unten alles mit Türen und bla 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 verziert. Das ist auch alles ganz komisch. Was, ein Gruftweil? Wie, was ist denn? Komm mal hoch, du Arsch! Weg da! Mann, die Titten von der sind ja extrem gruselig. Aha. Der Mechanismus ist kaputt. Da fehlt ein Stück. Ob es sich ersetzen lässt? Ja, bestimmt. Ah, und zum anderen Dingse gehen und da das Ding rausfischen, nehme ich mal an. Oh. Wir hatten hier die Sachen alle unterirdisch gebaut. Manuskripte, was ist das? Schwarzes Blut. Oh. Das könnte noch nützlich sein. Und dann haben wir die mal kurz hier entfernt. Wieso auch immer. Die Tür ist ja offen. Braucht da keiner, oder? Nö. Wieso auch? Offene Türen brauchen keine Hebel mehr. Die sind offen. Doofkopf. Nee, da geht's ja auch runter. Stimmt ja. Oh Mann, wie du bist doof. Wäre auch eigentlich vielleicht genau auch. Ein bisschen. Hey, wieso Fackel und hier und Fackel da? Fackel haben. Die Wand sieht brüchig aus. Ach nee, warte mal kurz. Hallo! Schule! Oh Mann! Oh, oh! Stimmt, ja, das sind die Dinger, die plötzlich platzen, wenn man nur 3 von 10 Jungen überleben die Kräuterprobe und werden Hexer. Scheiße, nur 3 von 10. Boah, das ist aber wirklich fies. Aber ist auch eine harte Ausbildung, nehme ich mal an. Und daher, ich möchte kein Hexer, ehrlich gesagt, sein, nein. Kannst du Aalgule zwingen, ihre Stacheln einzufahren?
Könnten wir das auch mit den Kerlen, die wir jetzt haben, da? Die Wand sieht brüchig aus. So. Sehr schön. Nein, nee, 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 nee. Nein, genau das, genau der. Der bringt sich ja selbst noch um. Stimmt ja, meine Güte. Nein. Oh, verdammte Hacke. Der kommt noch einmal. Nee, da kommt noch jemand. Meine Fresse, ihr Arschkriecher. Der gibt doch so auf den Sack hier. So, und jetzt... Nein, ich wollte theoretisch gesehen speichern, denn das ist mir echt ein bisschen so doof hier. Und wir können... ja, uns ein bisschen aufmöbeln. Fünf. Oder 50. Wow, also Zeichenintensität ist ja jetzt nur wirklich so das, was wir haben. Warte mal kurz. Können wir die herstellen? Drei. Was ist jetzt? Haben wir immer noch zu wenig? Hä? Eins von drei. Ich begreif's irgendwie gerade nicht, wie das alles funktioniert hier. Na gut. Das sind doch die Angriffs... Die roten. Es muss doch irgendwie funktionieren. Wir haben so viel von den roten Dingern. Da muss doch irgendwas noch gehen. Wir haben nur eins von drei, das kann auch nicht sein. Nö. Ah, wo sind die jetzt? So. Wer meint das da, oder? Ein kleines rotes Mutagen, was ist das hier? Katangenmutagen, was? Okay, ich begreif's irgendwie nicht so ganz. Aber die 130 Vitalität sind 150 Vitalität sind schon geile Scheiße. Und wir haben sogar, meine Fresse, sogar noch vergessen. Wir haben hier... Ja, nach einem erfolgreichen Konter bewegt der nächste Angriff... Automatisches Wissen. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Oh, bei anderen des Kampfes sofort Adrenalinpunkte hinzugefügt. Erhöht. Brauchen hier noch 3 Punkte. Noch ein Punkt. Dann sind wir hier durch. Meine Freunde, wisst ihr, was auch durch ist? Diese Folge. Denn... kleines Blaues. Wieso geben die blaue Muttergene? Die geben blaue Muttergene? Warte mal kurz. Daniels,
Blau, 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 blau. Das ist ja Alchemie und so, nehme ich mal an. Wir haben schon so ein extra... wo bin ich hier mit dem Cursor? Oh Mann, hier. Ah, genau, Alchemie. Eigentlich Alchemie, ja. Aber musst du jetzt die roten irgendwie aus Gedönse machen? Und danach... Ah... Und wo kriegen wir die roten her? Nur mal so aus Tests gesagt, getan. Kann, wenn Random Fertigkeit, aber wo... Woher kriegen wir den? Von woher kriegen wir das rotes Muttergehen? Das weiß kein Mensch, aber wir sind geheilt. Meine Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Viel Spaß, das war's.